Hallo Slaps und willkommen zurück zu Stardew Valley. Wunderschön gesungen, wie immer, meine Freunde. Guten Morgen, Familie. Hallo Frau, ich werde heute die Stadt besuchen und später in der Kneipe aushelfen. Ich wünsche dir einen schönen Tag, ich dir auch. Nein, knutschen, nicht kochen. Aber das wäre auch so ein schönes Buch, das man schreiben könnte. Knutschen, nicht kochen. Super, gucken wir uns mal hier oben den Raum an. Oh, das ist eigentlich ganz schön geworden. Er hat da gemeint, ich kann auch einen Stein hier reinschmeißen. Nein, es hat funktioniert! Es können keine weiteren Gegenstände dieses Typs hinzugefügt werden. Ah, wie cool! Bei den anderen... einen Moment. Guten Morgen, Glenn. Bei den anderen Aquarien, wo ich das versucht habe, ging das nicht. Da war das voll, hieß es. Ich glaube, ich habe mich einfach doof angestellt. Das ist ja mega cool. Cool! Und ihr habt gemeint, ich kann auch Seetang reinmachen. Das will ich gerade ausprobieren, bevor ich das vergesse. Ich bin gerade so aufgeregt. Seetang. Komm, wir nehmen mal zwei Seetang mit. Und dann probieren wir das direkt aus. Okay. Ah ja, das ist jetzt voll. Und das ist auch voll. Na gut. Dann lassen wir es so. Was mache ich denn jetzt mit dem Aquarium? Ich weiß es nicht. Achso, das Riesenaquarium, was ich eigentlich gesucht habe, gibt es anscheinend bei Mr. Key. Da könnten wir überlegen, ob wir langfristig das hier doch nochmal ersetzen gegen das Riesengroße. Und das kann jetzt erstmal wieder... Das kann jetzt einmal in die Kiste. Das brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Aber... Ich habe langfristig ja gesagt, ich habe den Plan, dass wir ein Lagerhaus bauen und das befüllen mit dem Aquarium. Also mit allen Aquarien und darin dann möglichst viele Fische, die es in dem Spiel gibt, dort sammeln. Mal gucken, ob wir das hinbekommen. Wird auf jeden Fall eine größere Aufgabe, was auch bedeutet, dass ich wieder mal viel angeln muss. Worauf ich jetzt spontan jetzt nicht so die Riesenböcke habe, aber... kriegen wir auch alles hin. Alles entspannt, eins nach dem anderen. Wie sieht's hier aus? Okay. Gut, der andere Plan für heute ist, dass wir... Warum der andere? Ich habe, glaube ich, noch nicht einen einzigen vorgestellt. Wir reiten schnell zu Robin, die müsst ihr jetzt aufhaben. Und gucken uns mal an, was der Schleimstall kostet, um den zu bauen. Weil... Ich möchte, glaube ich, diese Folge einen Schleimstall bauen. Schade, hier ist noch gar nichts gewachsen. Doch, hier unten. Ah, cool, das geht also doch. Hey, machst du einen netten Spaziergang? Ja. Hofgebäude errichten. Großer Schuppen, Schleimstall. 500 Stein. Aber daran könnte... Ich hätte nicht gedacht, dass an Stein scheitern wird. Pferdestall. Was kostet eigentlich der Brunnen? 75 Steine. Ich will auf jeden Fall mal einen Brunnen aufbauen. Okay, ich muss mir das ganz kurz mal notieren. Wo ist denn mein... einen Moment, hab's gleich. 500 Stein. 10 verfeinerte Quarz. 1 Iridiumbarren. Okay. Na dann, gucken wir mal nach Steinen. Kann sein, dass wir erst auf den... Vielleicht sollten wir erst in den Steinbruch gehen, um dort ein bisschen Steine zu klopfen. Weil ich glaube, ich habe keine 500 Steine mehr. Die einfachste Methode wäre, einfach in die Mine zu gehen, dort ein paar Bomben zu platzieren. Kann auch sein, dass wir das auch noch machen. Komm, wir machen das. Das klingt doch sehr viel klüger, als jetzt in den Steinbruch zu gehen. Und dort ewig einzeln alles zu farmen. Einmal mein Essen hier oben rein. Und dann sind wir schon good to go. Magst du eigentlich Diamanten? Habe ich das schon mal probiert, Zwerg? Du bist doch immer ganz unten bei mir. Aber ich schenke dir mal einen Diamanten. Ah, das erinnert mich an zu Hause. Das sagst du eigentlich immer nur bei beliebten Geschenken und nicht geliebten Geschenken. Auch hier. Na gut. Ein Versuch war's wert. Die meisten Menschen fürchten das Unbekannte. Deswegen habe ich meinen Laden hier versteckt. Deine Fähigkeiten beim Abbauen beweisen, dass man dir vertrauen kann. Cool.
Dann kaufen wir mal ein paar Bomben. Das sollte reichen. Nehmen zwei Bergarbeiter-Leckerbissen mit, von denen ich noch 16, 14 einstecken hatte. Sehr smart. Und dann kommt die Bombe. Bombe statt Gießkanne, das klingt auch fair. Ne, komm, wir machen das anders. Bombe statt Axt. Und runter geht's. Krass, hier ist jetzt direkt auf der ersten Ebene ein radioaktiver Barren. Das ist ja crazy. Nee, nee, wir machen das ganz entspannt, indem wir uns die ganzen Steine hier holen. Deshalb bin ich hier runtergegangen. Ach krass. Okay, tiefer. Alle ihr ganzen Schleime. Hä, die Mine? Achso, das ist jetzt immer Mr. Key Mine. Nicht nur während der Quest. Ja, natürlich. Das habe ich sogar schon rausgefunden, aber nicht dementsprechend in meinem Kopf abgespeichert. Craziness. Auch ganz cool. Oh, hier ist eine coole Muschel. Hallo Schleime. Oh, wo ist denn die Leiter? Da bin ich deppert. Hier. Direkt am Anfang. Entschuldigung, ich bin nur auf Steinsuche. Brauch gar nichts von euch. Ihr könnt hier alle weiter existieren. Versucht vielleicht nicht in meine Bomben reinzulaufen, dann geht's euch auch gut. Weil ich möchte euch ein Zuhause auf meinem Hof bauen. Und dazu muss ich hier ein paar Bomben legen. Ich könnte das natürlich auch alles sehr viel umsichtiger machen. Aber das dauert so lange. Und Explosionen kommen auf YouTube immer besser an, als wenn man das mit einer Spitzhacke macht. Dann aber man ist ja gerade noch fertig. Explosionen? Da klicke ich mal drauf. Als würde ich es anders machen. Als würde ich es anders machen. Korallen, glaube ich, kann man auch in das Aquarium packen, habt ihr gemeint. Was ich natürlich auch sehr cool finde. Außer man springt sie in die Luft. Dann ist es schwieriger, sie ins Aquarium zu packen. Oh. Ah. Aber von denen muss ich auch noch ein paar killen, oder? Kirschbombe. Nee, platzieren wir direkt. Wo bist du denn? Komm hier, zeig mal, was du kannst, Kirschbombe. Oh, es wäre so witzig, wenn ihr jetzt so einen riesen Explosionsradius hätte. Ich habe damals den Film Man in Black geliebt. Wahrscheinlich würden mir immer noch ganz gut gefallen. Sollte ich mal wieder schauen. Da gab es doch die... Wie hieß die Waffe denn? Die kleine Grille? Hieß die so? Ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Diese Mini-Mini-Mini-Pistole. Die aber diesen riesen... Impact hatte. Die war cool. Wie viele Steine haben wir? 208 erst. Okay, das kann auch ein bisschen dauern. Ja, der ganze Tag wieder drauf für Steine. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich extra in die Mine mal gehe, um mir Steine zu organisieren. Aber hey. Dieses Spiel geht manchmal sehr eigene Wege. Vor allem, wenn man da so unstrukturiert rangeht wie ich. Zack, 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 zack. Okay. Und was wurde ich jetzt geslowt? Ich dachte, ihr könnt mich gar nicht attackieren. Halt, stopp, das ist unfair. Hier. Also langsam habe ich es raus mit den Sprengradien. Radien. Und,
Boom. Hier nochmal. Boom. Eine kleine Bombe explodiert und die Schleime tun es nicht. Okay. Jetzt gucke ich zu Hause, gucke ich gleich eine Kiste und da wären bestimmt noch so 2000 Steine drin gewesen. Genauso wird es ablaufen. Oh, hier geht's ab. Hier, das ist. Das hier ist das Steinzentrum gewesen. Die Steinhauptstadt verbirgt sich, glaube ich, auf dieser Ebene. Hier kommen die ganzen Steine immer hin, um Jobs zu suchen, Marktzentren zu eröffnen, Handel zu betreiben. Auf dieser Ebene. Und dann kommt ein wilder Slurp und sammelt sie alle ein. Aber ich mache was Sinnvolles aus euch. Inventar voll. Ich baue ein Zuhause für die Schleime, die euch jetzt umgeben. So, wie viele Steine haben wir jetzt? 487. Cool, wir haben es gleich geschafft. Muss man nur einen Tag lang. Monsterjagdziel erreicht. Ah, stark. Darauf habe ich auch ein bisschen gepokert. Okay, wir gehen mal zurück. Ich komme hier gerade nicht raus. Ah, da ist die Leiter. Perfekt. Dann sprengen wir das hier gerade noch. Dann gehe ich die Leiter runter. Dann gehen wir kurz unsere Belohnung abholen. Hier raus bitte. Mine verlassen. Gucken kurz bei Gil vorbei. Das können wir gerade mal hier in die... Nee, nicht das Käferfleisch. Doch, das Käferfleisch. Die können wir auch gerade packen. Und die Zwergenschutzrolle haben wir auch schon 1000 Mal gefunden. Die hätte ich den Zwerg nur schenken können. Verdammt. Krabbenschalerring. Krabbenschalering. Krabbenschalering. Die Oberseite des Rings ist aus verzaubernder Krabbenschale gefertigt. Plus 5 Verteidigung. Das ist ja richtig stark. Was fehlt uns denn jetzt noch? Oh Gott. 76 Mumien. 41 Pfefferrex. Und ganz viele Schlangen. Boah, die Pfefferrex, glaube ich, werden am schwierigsten zu finden sein. Das wird, glaube ich, nochmal... Wo gibt's die denn? War die in der Schädelmine? Gab's da welche? Oder gab's auf tieferen Ebenen bei der Mr. Key-Höhle jetzt welche? Mumien und Schlangen dürften nicht so die Schwierigkeit sein. Die gibt es auf jeden Fall in der Schädelmine. Aber diese Pfefferrex waren ja, meine ich, diese Dinos, die das Feuer spucken. Aber wo es die gab? Ah. Schwierig, schwierig. Du kannst mal in den Mülltapete. Geht jetzt gerade nicht. Ich würde es aber gerne mal sehen, wie das ist. Egal. Dich kann ich gerade mal... Benötigt 1 Kohle. Ah ja, okay. Wir haben heute gar nicht nach den Tieren geschaut. Das machen wir morgen. Wir bauen morgen den Schleimstall. Und mal gucken nach den Tieren. Das wuchernde Unkraut hat Schaden angerichtet. Das ist ja was Neues. Nee, du kommst hier rein, Ring. Tag. Guten Morgen alle zusammen. Komm, wir packen gerade mal, machen gerade unsere Taschen leer.
kannst auch mal geerntet werden. Oh, ich habe gar nicht genug verfeinerte Quarz. Dann muss ich was einschmelzen. Das machen wir gleich. Hier rein kann die Wolle. Erstmal kurz Ordnung machen. 43, die müssten wir auch mal eintauschen in der Wüste. Da können wir nämlich ganz viele Artefakte rausholen. Ich nehme die mal mit. Sonst vergesse ich das wieder, dass ich die einstecken habe. Ich mache jetzt mal die Muschel hier rein. Ah, perfekt, ist sogar schon eine. Ansonsten nehmen wir den Rest mit oder verkaufen ihn. Cool. Ah, Pfefferschoten sind gewachsen. Ah. Ach, hier ist ein Trüffel, deshalb kann ich nicht rein. Der Hof wird mittlerweile ziemlich eng. Ich bräuchte mehr offene Fläche. Nee, die Trüffel schenken wir der... Und die können wir aber noch reinpacken. Ansonsten schenken wir die Trüffel der lieben Lea. Das könnte, die könnten wir eigentlich auch gleich mal suchen. Guten Morgen, ja, alle übrigens. Guten Morgen, guten Morgen. Mag die auch Trüffelöl? Euch verkaufe ich auch. Dich verkaufe ich. Perfekt. Oh, eine neue Entenfeder für Leo. So, den Rest verkaufe ich auch. Was geht hier noch rein? Nicht mehr so viel. Der Rest kommt oben in die Box. Dann schmelzen wir vorher noch den... Warte, ich nehme ich jetzt nochmal hier raus. Hallo Strauße, ihr müsst mir kurz Platz machen, danke. Das schnellst du mir noch ein. Komm, wir machen gerade mal 5 Stück. Das hier ist auch fertig. Verkaufen, 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 verkaufen. Okay. Dann trinken wir gerade mal Kaffee, suchen Lea. Gehen dann zurück, um die verfeinerten Quarze abzuholen. Und dann kommt hier unten. Hier möchte ich, glaube ich, den Schleimstall hinbauen. Ich muss euch mal fällen. Kauft hier alles nix. Du kommst auch mal weg. Du kommst mal weg. Das hier entfernen. Ah, okay, ich dachte, wir kriegen noch Heu raus. Aber wir haben anscheinend genug Heu. Ah, wie schön das hier aussieht. Cool. Honig ist auch fertig. Kann die Haley sich immer ein bisschen Honig holen, wenn sie möchte. Ich weiß nicht, ob die Haley so mit Bienen die Bock darauf hat. Okay, erstmal hier und hier. Bäume, zwei Bäume, hatten wir gerade Samen. Perfekt, du bist sogar hier. Hi, Slurp. Oh, das ist genau das, was ich wollte. Danke dir. Das fließende Wasser hält mein Haus im Winter ein wenig kühler. Ich komme mit Hitze nicht wirklich gut klar. Ich wollte gerade sagen, es ist doch nicht so geil, wenn es im Winter kalt ist. Ich mag frieren nicht und ich mag schwitzen nicht. Was ist das eigentlich für ein geiler Weg? Ich mag den Herbst. So. Ah ja, verfeinerte Quarze. Und du kommst mal weg, lieber Baum. Ist zwar ganz lieb, dass du hier wachsen willst, aber das passt mir gerade nicht, den Kram. Hallo, Junimos. Oh, ist das hier alles eng? Okay, verfeinerte Quarze mitgenommen. Dann nehmen wir noch den Iridiumbarren mit. Und was noch? Iridiumbarren, 500 Steine. Die Steine haben wir, oder?
Da waren sie 503. Als hätte ich's ausgerechnet. Und dann geht's schnell zu der lieben Robin. Zack. Hallo Eichhörnchen. Ach, hier oben. Was wollte ich hier oben machen? Das Freiluftmuseum wollte ich hier oben hinbauen, oder? Das war, glaube ich, ein cooler Platz dafür. Okay, Hofgebäude errichten. Gebäude bauen. Wie groß bist du denn? Oh, du bist ja riesig. Passt du überhaupt hier unten hin? Du passt hier gar nicht hin. No way. Oh, das ist uncool. Das heißt, ich muss dich irgendwo hier hinsetzen. Hier. Ich wollte dich da aber hier hinsetzen. So würdest du passen, aber dann ist mir der Weg da oben zu eng. Hier passt du nicht, weil da der Tümpel ist. Kann ich dich drehen? Nee. Ich muss dich hier hinsetzen. Aber dazu muss ich die ganzen Bäume hier erst wegmachen. Wo geht's denn noch? Hier ging es noch, aber da habe ich jetzt schon was angepflanzt. Ansonsten wäre das hier auch ein ganz guter Ort dafür. Wir setzen das erstmal da unten hin. Ja, ich bin gleich wieder da. Ich muss kurz arbeiten. Ach Mist, ich dachte, das passt woanders hin. Also es wird's passen, aber passt mir nicht in den Kram. Ach, also passt es doch nicht. Also machen wir erst da unten Ordnung. Fällen die ganzen Bäume. Das sollte eigentlich das Waldstück bleiben. Wir können es noch langfristig dahin versetzen, wo jetzt die Sachen angebaut sind. Das ist ja das Schöne, man kann alle Gebäude nochmal woanders hin pflanzen. Wenn die Pflanzen weg sind, werden Gebäude gepflanzt. Aber du kommst mal weg, bevor ich meinen Hof in die Luft sprenge. Okay, und dann machen wir hier mal Ordnung. Aber nicht ins Wasser. Zu spät. Ich hätte euch gerne wachsen lassen, aber ich muss Platz für Schleime machen. Das versteht ihr hoffentlich. Ich muss die schönen Bäume entfernen, damit ich einen... Ich weiß gar nicht, ob mir der gefällt vom Stil, der Schleimstall. Er wirkt so ein bisschen düster und sehr gotisch. Nicht gegen die Gotik, aber hier auf dem Hof passt es sonst überhaupt nicht rein. Vielleicht ist es auch ein ganz anderer architektonischer Stil. Ich bin kein. Hab da wenig Ahnung von. Ich weiß gar nicht, wie viele Bäume ich fällen muss. Ich sollte mich auf jeden Fall ein bisschen beeilen, damit ich ihn überhaupt noch bauen kann. Ich mach die jetzt auch noch weg. Und dann dürften wir safe sein. Wenn ich den jetzt noch fälle, das müsste reichen. Noch weg und dann wieder zurück. Ach schön, Magie benutzt, um das Pferd zu beschwören, das einen Meter entfernt stand. Es gab diesen Film, ich glaube, davon habe ich auch schon mal gesprochen, es gab diesen Film Jumper. Da konnten Leute sich teleportieren. Der Film hat mega schlechte Kritiken bekommen und dann, es sollte, glaube ich, darauf sogar ein ganzes Franchise aufgebaut werden. Aber der erste Teil hat schon super schlechte Kritiken bekommen und dann wurde es niemals weitergemacht. Ich hatte super viel Spaß mit dem Film. Auf jeden Fall geht es halt, die Hauptperson kann sich teleportieren und sie benutzt es halt auch, um sich einen Zentimeter weiter nach rechts zu teleportieren, um eher an ihre Fernbedienung zu kommen, wenn sie auf der Couch sitzt und sowas. Und ich dachte mir, ey, wenn ich Teleportationsfähigkeiten hätte, ich würde es halt nicht anders benutzen. Ah, super.
Wenn ich das hier hinsetze, dann habe ich hier noch einen ganz links einen ganz guten Weg, um durchzukommen. Und kann oben sogar noch durchlaufen. Ah, das muss ja erst noch errichtet werden, natürlich. Ich werde morgen früh damit anfangen, an deinem neuen Hofgebäude Schleimstall zu arbeiten. Das ist ja gar nicht instant fertig. Ich hatte mich tatsächlich ein bisschen darauf gefreut, dass ich das jetzt... Wir laufen unten lang. Dass ich das direkt benutzen kann. Hallo Abigail, ist dein Papa Rasmodius? Was? So sollte man auf gar keinen Fall niemals nie ein solches Gespräch eröffnen. Wir können auch kurz in die Wüste reiten, die Omnigioden tauschen. Ist Pam noch da oder müssen wir das Totem benutzen? Ja, komm, wir können gerade den Bus fahren. Das sind die 500 Gold. Wenn man anstrebender Multimillionär ist. Hallo Wüste. Artefaktfund, genau. Super. Teleport Totem Wüste. Nee, brauche ich nicht. Was hast du denn sonst noch im Angebot? Das Rezept hierfür habe ich nicht dabei. Schmetterlingsstall. Stimmt. Ich meine, ich habe sogar schon mal einen Schmetterling gefunden, oder? Magischer Turban. Hier ein Doppelbett, das ist auch ganz schick. Benötigt eine Perle. In dieser gesamten Wüste habe ich mich bisher so wenig beschäftigt. Hier gibt es ja auch nichts. Hier könnten wir bestimmt auch coole Sachen hinbauen. Mal gucken. Wunderschön, vielen, vielen Dank. Hi, willkommen bei Sandys Oase, dem Ziel Nummer 1 in der Kaliko-Wüste. Rote Beete wächst im Herbst. Hört. Handleuchte, okay. Ins Casino sind wir auch bisher erst einmal, glaube ich, gegangen. Naja. Fahren wir mal zurück. Was könnten wir denn hier in der Wüste bauen? Ich will nicht überall einfach nur einen Park hinbauen. So was Cooles hinbauen. Also, ich finde einen Park auch cool. So ist es nicht, aber... Irgendwas Ausgefalleneres. Schwierig. Na cool, dann kann jetzt der Schleimstall gebaut werden. Wir bereiten uns darauf vor, dass der fertig wird. Ich mache gerade noch meine Taschen noch leer. Wie viele Steine habe ich denn jetzt noch? Ich gucke jetzt in die Kiste und sehe wahrscheinlich 1000. Ah, es wären 375. Wir hätten so oder so tatsächlich in die Höhle gemusst. Das ist gut zu wissen. Bin froh, dass wir das nicht umsonst gemacht haben. Oh, das wäre tatsächlich ein bisschen... Das wär mir sogar ein bisschen peinlich gewesen. Unheimliche Statue. War nicht irgendwas auch mit dieser Statue und dem Schleimstall? Ich meine, ihr habt mal was in der Richtung zu mir gemeint. Solange ich den Schleimstall nicht habe, sollte ich die Statue nicht aufbauen. Habe ich das noch richtig in Erinnerung? Ich weiß es nicht mehr. Achso, ich wollte dich eigentlich wegräumen. Zack, deshalb habe ich die Kiste geöffnet. Sind hier die Bomben? Nein, hier sind die Bomben. Ich kann dich auch mal mitnehmen und verschenken. Dann lege ich da unten gerade noch ein paar Wege. Wie ich mir das vorgestellt habe. Ich dachte mir, wie cool ist es, wir können hier jetzt Wege verlegt werden. Einen Moment. Zack, zack, zack. Du kommst hier hin. Was ist denn, wenn ich das so mache? Das sieht... Nee, das gefällt mir nicht.
so. Vielleicht erstmal so. Nein, ein Stein fehlt. Ja, sieht ganz cool aus hier mit diesem Domino-Effekt. Heißt das so? Keine Ahnung. Ich nenne es jetzt so. Stark. Hier kann auch ganz viel eingesammelt werden. Okay. Ja, dann könnten wir das hier auch noch ein bisschen schöner machen dann aber. Vielleicht baue ich ja auch nochmal einen Zaun drum. Aber dann hier halt nicht. Sondern nur hier ein Stück Zaun. Und dann mal schauen. Vielleicht kann ich hier auch Bäume hinpflanzen für die ganzen Harze, die man daraus sammeln kann. Das wäre vielleicht eine Idee. Mal gucken. Wir gehen mal ins Bett. War ein langer Tag. Es ist hier echt düster an manchen Stellen. Einen Moment, das muss ich gerade noch machen. Das möchte ich gerade noch machen. Ich mag dich haben und ich mag die rechteckige Lampe. Und dann kommt hier die Lampe hin. Und hier kommt eine Lampe hin. Ah, viel besser. Viel besser direkt. Ah, die Junimo-Plüsch könnte ich auch ins Kinderzimmer noch stellen, aber ich habe mich auch so ein bisschen an den gewöhnt. Und ich selbst mag ja auch total gerne Plüschtiere, von daher bleibt es einfach vielleicht doch am Ehebett stehen. Okay. Wir beobachten den Schleimstall in den nächsten Folgen, gucken, wie wir mit dem umgehen. Vielleicht mache ich mich auch ein bisschen schlau über Schleimstelle. Vielleicht mache ich mich mal tatsächlich vorher schlau. Mal schauen. Ich weiß noch nicht. Und wir gucken, wie wir das mit den Bäumen vielleicht machen und den Harzgeräten. Ansonsten Kinderzimmer zum Chillen habe ich gemacht. Lager mit Aquarien kommt noch. Und die Bücher und die Notizen lesen. Das könnten wir vielleicht in der nächsten Folge machen. Ich wollte mal alle Bücher lesen, Notizen nochmal durchlesen, gucken, was ich verpasst habe. Und ich habe mittlerweile ein bisschen Ahnung von dem Spiel. Ein bisschen. Ich sage extra ein bisschen, nicht viel. Und von daher lerne ich vielleicht nochmal Neues, wenn ich die Bücher jetzt lese und verstehe einiges. Vielleicht machen wir das. Alles klar, ansonsten Folge ist vorbei. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, lasst es mich doch gerne wissen. Wenn ihr Ideen habt, schreibt es in die Kommentare. Schreibt ein Emoji rein. Einfach nur zur Beteiligung. Was auch immer ihr machen wollt, ist ein ganz freier Kanal hier. Und über Daumen und Abo freue ich mich und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, ciao!